und nun fällt die Entscheidung. Bringt Oksana Skaldina ihre Übung mit dem Reifen durch, macht sie keinen entscheidenden Fehler, dann ist sie die Siegerin hier beim Gymnastikmasters in Stuttgart. Oksana, 18 Jahre, aus Kiew in der Ukraine. Trainingspartnerin der erkrankten Weltmeisterin Alexandra Timoschenko. Höchstschwierigkeit als Gleichgewichtselement, hier ist auch nochmal ein. Das war die Höchstschwierigkeit mit einer doppelten Attitüddrehung. Wieder das mindestens 6 Meter lange Rollen mit dem Reifen. Abwurf mit dem Fuß, äußerst schwierig im Sprung. Nochmal Abwurf mit dem Fuß. Wird immer als Risikoteil belohnt. Doppelte Taucher. Sie hat eine eigenwillige Make-up-Technik, aber sicherlich hat sie das von den Theaterleuten abgeschaut. Das hat sicherlich seine Wirkung auf den Rängen.